Ich glaube, Sie sollten als allerletztes etwas zur inneren Sicherheit sagen. Wir wissen alle, dass die rechten Gewalttaten im letzten Jahr sprunghaft angestiegen sind. Die Zahl stieg um mehr als 44% auf 1.485 Fälle. Insbesondere wurden Flüchtlingsunterkünfte angegriffen. Um 427% stieg die Zahl der rechten Straftaten gegen Aufnahmeeinrichtungen. 580% stieg die Zahl der Gewalttaten gegen Unterkünfte. Sie sind wirklich der Allerletzte, der etwas zum Thema innere Sicherheit sagen kann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich verstehe nicht, welches Ziel die CDU mit der heutigen Aktuellen Stunde verfolgt. Ist die CDU unzufrieden mit der aktuellen Sicherheitslage in Mecklenburg-Vorpommern und somit unzufrieden mit der Arbeit Ihres eigenen Innenministers Lorenz Cafier, der ja nun immerhin dieses Amt seit 10 Jahren innehat? Oder aber ist die CDU unzufrieden mit den Bürgerinnen und Bürgern, deren subjektives Sicherheitsgefühl nicht mit der objektiven Gefährdungslage zusammenpasst? Vielleicht will die CDU-Fraktion auch nur aus wahlkampftaktischen Überlegungen heraus in populistischer Weise mit der Angst der Menschen spielen. Vor diesem Wahlkampfmanöver will ich aber gleich warnen, denn der Schuss geht mit Sicherheit nach hinten los. Damit treibt man, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wähler, rechten Populisten in die Arme. Und wir haben es ja leider eben gerade auch erlebt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch verwundert, dass die CDU erst jetzt am Ende der Wahlperiode mit dem Thema innere Sicherheit hier im Parlament aufschlägt. Ich habe mir einmal die Antragslage der CDU der aktuellen Legislaturperiode genau angeschaut. Sie waren an 170 Anträgen beteiligt, davon nur 4 zum Thema Kriminalitätsbekämpfung. Das ist nicht mal ein Antrag pro Jahr. Aber nicht nur im Parlament vermisse ich starke sicherheitspolitische Initiativen der CDU. Ich höre immer nur, dass wir mehr Personal brauchen. Bei der überfälligen Entlastung der Polizei von unsinnigen Aufgaben sind wir dagegen keinen Schritt vorangekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Innenminister Cafier absichtlich die Aufgabenbelastung bei der Polizei hochhält, um mehr Personal politisch zu erzwingen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Evaluation der Polizeireform war ja wohl ein Witz und hat zu keiner ernsthaften Aufgabenkritik geführt. Einziges Ergebnis dieser Analyse, dieser Evaluation war, eine Polizeikantine wurde ausgegliedert. Cafier lässt auch unsinnigerweise die Polizei jeden noch so kleinen Cannabisfund umfangreich ermitteln. Die Staatsanwaltschaften stellen diese Fälle dann regelmäßig wegen Geringfügigkeit ein. Viel Arbeit der Polizei landet so im Papierkorb. Kürzlich haben nach einem halben Jahr Ermittlungsarbeit 100 Beamte 30 Kilogramm Cannabis hergestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier ist die Frage gestellt, ob Aufwand und Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Hat sich Herr Cafier eigentlich auf Bundesebene endlich dafür eingesetzt, dass Schwerlasttransporte nicht durch die Polizei vorbereitet und begleitet werden müssen? Nein, hat er nicht. Selbst bei Vorschlägen, dass kommerzielle Großveranstaltungen im Sport mit Gebühren für die Absicherung belegt werden sollen, auch da blockt Cafier. Und wie wir kürzlich aus der Presse erfahren konnten, wurden im vergangenen Jahr in über 10.000 Fällen wegen unerlaubten Grenzüberschrittes ermittelt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, syrische Flüchtlinge können sich vor ihrer Flucht kein Visum bei einer deutschen Botschaft holen. Es gibt keine legalen Einreisemöglichkeiten für Schutzsuchende. Was für ein irrsinniger Behördenaufwand wird da betrieben? Wir brauchen endlich eine ehrliche Aufgabenkritik, eine intensive Evaluation der Polizeistrukturreform und eine nachhaltige Entlastung der Polizei von unsinnigen Aufgaben. Das alles ist unter der CDU liegen geblieben und muss eigentlich vor der Frage geklärt werden, ob und wie wir mehr Personal bei der Polizei einstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern insbesondere 2 Herausforderungen. Die steigende bzw. immer mal wieder steigende und auch wieder fallende Zahl bei den Wohnungseinbrüchen und der internationale Terrorismus. Deswegen verwundert es mich schon, dass ich heute vom Innenminister keine Details darüber erfahren habe, wie er den Wohnungseinbrüchen begegnen will, ob und in welcher Stärke er eine Sonderkommission bei der Polizei für Wohnungseinbrüche, wie zum Beispiel in Hamburg, einrichten möchte oder verstärken möchte. Ebenso verwundert es mich, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern keine einzigen Erkenntnisse in die bundesweite Terrorismusdatei eingespeist hat. Das ging aus meiner kleinen Anfrage hervor. Gibt es das Problem in Mecklenburg-Vorpommern nicht oder ist die Polizei und der Verfassungsschutz beim Thema Terrorismusbekämpfung einfach falsch aufgestellt? Meine sehr geehrten Damen und Herren, abgesehen von diesen Herausforderungen ist es sehr sicher, hier in Mecklenburg-Vorpommern zu leben. In Mecklenburg-Vorpommern ist es 30-mal wahrscheinlicher, dass Sie durch einen Verkehrsunfall ums Leben kommen, als durch einen Mord.
Es ist 18 Mal wahrscheinlicher, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein, als Opfer von Gewaltkriminalität zu werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen für innere Sicherheit sorgen, aber auch für Verkehrssicherheit. Und hier hat sich das CDU-geführte Innenministerium in den vergangenen Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Die CDU kämpft gegen die Ausweitung von Tempo-30-Zonen in den Innenstädten, wodurch insbesondere Kinder geschützt werden könnten. Ebenso kämpft die CDU verbissen für das Recht auf Raserei auf deutschen Autobahnen. Zudem haben die polizeilichen Verkehrskontrollen in Mecklenburg-Vorpommern abgenommen. Das ist ihr Verdienst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf die jährlich 300 Mordopfer in Deutschland kommen nach einer neuesten Studie rund 6.000 Todesfälle durch die Abgase deutscher Kohlekraftwerke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen für innere Sicherheit in Deutschland sorgen, aber wir müssen auch etwas für die Sicherheit vor Umweltgiften tun. Mit diesen Zahlen und Beispielen will ich Ihnen nur verdeutlichen, wie trügerisch das subjektive Sicherheitsgefühl des Einzelnen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.